Ja, dann hätten wir hier noch, ich denke, du hast noch ein bisschen Zeit, oder? Wir haben also hier zum Beispiel die Statistik, die kennst du sicherlich auch noch. Man kann also verschiedene Gebiete auswählen und kann sich dann angucken, wie sich das Reich entwickelt. Zum Beispiel kann ich mir jetzt mal den Goldstand angucken. Hier siehst du zum Beispiel genau, wir haben jetzt hier eine Halbjahreseinstellung. Jetzt habe ich hier die Jahreseinstellung und 5 Jahre. Wenn ich jetzt mal die 5 Jahre angucke, dann siehst du ungefähr, wann der Krieg angefangen hat. Ja? Also am Anfang war es ein Krieg gegen Cockroach, der war nicht unbedingt so schlimm. Der ging ungefähr bis hier, dann habe ich wieder ein bisschen Geld verdient. Und anschließend hat der Krieg eben angefangen gegen diesen Lipsius. Und dann ging es wieder rapide runter, habe aber dann eben wieder ein bisschen Gold reinbekommen durch Spenden vom Drachenblutbund halt. Ne? Ja, was fehlt noch? Ja. Also vom Gameplay her hat sich ja jetzt einiges getan in der letzten Zeit. Ja. Jetzt hat sich das Spiel auch grafisch noch weiterentwickelt oder so? Ja, wir haben natürlich jetzt hier das Problem, wir sind ja ein Multiplattform-Spiel. Das Spiel kommt vom Amiga, ist portiert worden auf den PC, ebenfalls auf den Mac und eben auch auf Linux. Jetzt könnte man natürlich in die Verlegenheit kommen und sagen, das ist jetzt so ein bisschen altbacken, die Grafik. Die echten Strategiefans wird das eh nicht interessieren, aber dafür haben wir uns natürlich auch was einfallen lassen. Ich gehe jetzt mal raus aus dem Projekt. Ist noch nicht ganz eingebaut, es wird in Zukunft eine 3D-Karte geben. Muss ich gerade mal gucken. Moment. Ja, Moment. Also das Ganze ist schon lauffähig. Wie gesagt, ist noch nicht eingebaut, ist aber auch ein Spielstand, kann man sich soweit erstmal angucken. Das Ganze wird es also in Zukunft per 3D geben. Das wird halt dann für Spieler gedacht sein, die halt ein bisschen höhere Ansprüche haben, was die Grafik angeht. Und